Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier in einem Pulvermin im Kontor. In der letzten Folge ist Pepe gestorben und zwar gab es da so was Waberndes. Wabert es da auch, das der grüne Kopf? Da oben war das. Da oben war das, aber hier war. Oder ist es hier nur das Licht, was so wabert? Dreh dich doch mal um. Noch weiter. Da, hier, was ist das denn? Das ist nur der Verzauberer. Gut. Ich sehe schon, jetzt habe ich schon Halluzis. Hier habe ich mir alles angeguckt. Nicht direkt, aber nun ja. Dann können wir mal ein Pepe bisschen war inzwischen weitergehen. Verkaufen, glaube ich. Verkaufen, ja. Ablegen und so weiter. Und hat die Handschuhe, die er gefunden hat, die er fast übersehen hätte. Ja. Die hat er die verbessert. Die habe ich angezogen und verbessert. Ja, sind erheblich besser jetzt. Die Clown des Aschekriegers war das? Hm? Das sind sie. Oder sind sie immer ja noch? Und die haben jetzt 50 und hatten vorher 40. Genau. Also das. Hat die also haben veredelt. Ganz ordentlich zugelegt. So, das Brot, das ist, Brot ist zu alt, das kann man nicht mehr essen. Das ist nicht mehr altes Brot, das ist schon ein uraltes Brot. Ja. Die Bücher kann man auch nicht lesen. Dann brauchen wir uns hier auch gar nicht gemütlich hinsetzen. Nee, obwohl es gar nicht so ungemütlich ist hier. Ja. Oh, ja, mehr sehe ich hier nicht. Du hast denn auch gesagt? Da habe ich irgendwie Geräusche gehört. Du auch? Ja. Sei also vorsichtig. Ja, hier sind immer so dicke Meuten. Was ist das denn? Ist das ein Fass? Hm. Mach doch mal ein bisschen Licht hier. Hey. Ja. Ist unheimlich. Aha. Hier geht's nach links weg. Da ist er. Da. Der spuckt mal wieder. Aus mit dem Spucken, der nächste kommt. Wo? Ja. Gute Arbeit, Kumpel. Mhm. Mal auf die Karte gucken. Ja, kann man nicht viel sehen hier. Ja, aber geht's da weiter? Oder ist es dann zu Ende hier? Du kannst ja vielleicht fragen. Naja, ich habe keine Lust. Ja. Nach Schacht West geht es hier und hier ist nichts gut. Dann gucken wir erstmal hier. Nur wenn es ja nach Schacht West geht, dann kann ja auch keiner kommen, erstmal, glaube ich. Vermutlich darum nicht ging's mehr. So leicht. Mm. Nee. Passiert nur, wenn einen jemand verfolgt. Ja, genau. Oh, guck mal. Der Wildmagier hat hier auch einen Kumpel geholt. Ja. Ja. So. Hat ihm. Also, rumpelt die Pumpel und weg ist der Kumpel, oder wie? Rumpel, Pumpel und weg ist der Kumpel? Ja. Du kannst ja richtig stichten. Naja, das ja hat immer jemand nicht gesagt. Aber da ging es ja mehr, was am PC geschehen ist. So. Lederhaut kann man brauchen. Ja, aber es ist auch nur sein. Der Rest ist nur Trödel. Mhm. Aha. Ist aber auch wieder verwinkelt hier. Mhm. Ja, aber es sind ja hier, es geht ja nicht weiter. Na, hier geht's doch hoch. Ach ja, stimmt. Hier geht's tatsächlich hoch. Na, sollten wir es erstmal machen. Oh. Eterna-Handschuhe. Mhm. Oh. Eterna-Dolch, Mann, den hätte ich ja überhaupt nicht gesehen, wenn die Schrift nicht aufgetaucht wäre. Aber hier eine Fackel anzumachen, finde ich
bisschen gefährlich. Ja, das wäre doch ein bisschen verwegen. Andererseits sehe ich hier auch nicht sehr viel ohne. Die Geräusche, die man so hört, die kommen einem vor wie Geräusche aus einer alten Zeit. Was ist das denn? Eine konfiszierte Zauberrolle. Ich weiß nicht, wer die konfisziert hat. Guck mal doch mal. Konfiszierte. Wo ist denn die? Vor, guck mal bei allgemein, bei allen. Unter K. Nee. Ne, hier. Ist hier nicht alphabetisch? Jo. Nö, ist hier nicht alphabetisch. Hä? Nö, warum ist denn das durcheinander? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es durcheinander. Alphabetisch? Nö, ist nicht alphabetisch. Warum macht er das nicht? Na, weil er was... Ich weiß auch nicht. Wer spielt denn mit dem Spiel? Hier, jetzt ist es alphabetisch, was immer das ist. Ja. Ja, ist sie. Eine Schriftrolle. Ein Feuerball. Ist ja lustig. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie jemand weggenommen wurde. Das ist alles. Tja. Sure. Vielleicht hat die jemand benutzen wollen. Oder man darf die hier nicht haben, weil hier Stroh ist und so. Dann wurde sie den weggenommen. Wer weiß. Oder der Mann oder Frau. Ach. Ja, und hier sind wir, wo wir schon mal... Hey, das gefällt mir ja gut. Jetzt sind wir wieder hier im Kontor. Da oben sind wir hergekommen. Haben wir unseren Rundgang beendet. Ja. Das, sowas finde ich gut. Karte gucken. Aber vorher immer meckern und sagen, ich mag das so nicht. Rundum. Warte erstmal ab, wie es sich entwickelt. Ja. Haben wir. Jetzt können wir in den Westdingsterschacht oder was immer. Gut, jetzt können wir in den Westschacht gehen, genau. Ja, das war das Zimmer, in dem nicht viel los war. Hier war ja nur diese Nische, da war nichts drin. Im Regal war auch nichts weiter. Gut, dann gehen wir in den Schacht West. So, da haben wir einen. Oh, oh. Die hatten wir doch schon mal. Da ist ein Magier. Was bist du wieder drauf? Niedlich. Ist er hinterher gekommen? Nee, hätte ich noch gar nicht gesehen. Umdrehen? Der hat mich ja noch gar nicht. Ach, willst du deinen Fall wiederholen? Halt. Hä? Oder was? Habe ich umgedreht. Na du, na klar. Ja. Du bist doch, wie du so rausläufst. Dann ich bin doch rückwärts rausgelaufen. Ach, naja. Und stand plötzlich mit dem Gesicht in die andere Richtung. Wenn du rückwärts rausläufst, dann macht er da wohl keinen Unterschied. Ob der, also auf jeden Fall stehst du da mit dem Rücken zu dem Ort, von dem du weggelaufen bist. Da ist noch einer. Aha. Von diesem vorigen... Wölfe. Ja. Aber hier. Wie heißen die eigentlich? Wir gehen da hinten gleich. Ist der andere. Ja, ich weiß, dass da. Der da. Elementarwolf. Genau. Er patrouilliert sozusagen. Eine Meisterschatulle. Du brauchst eine Weile, bis du den. Du, jetzt kommt er. Aufdrehen, da ist er, da ist er, ist er. Umdrehen. Dann bist du langsam immer, wenn du sie gedreht hast. Wenn du steigst, geht das so langsam. Feuer kannst du ihn auch kriegen. Ach nee, es ist ja nicht nur Feuer. Du hast Feuer auf den einen und was anderes auf dem anderen, ne? Ich hab Feuer und Blitz drauf. Ah, gut. Sehr schön. Den Blitz vor allen Dingen gegen die Magier. Weil die auch, weil der Blitz auch Mana frisst. Hier, ein Wildmagier, hörst du es? Ja, ich höre es. Oh, oh.
Vielleicht solltest du dann. Ist wahrscheinlich auch hinter diesem Loren. Was ist da drin in der Hand? Da ist meine Eishaut. Oh, das ist schön laut gewesen. Hallo, hört mal. Gut. Willst du, dass er jetzt kommt oder was? Ja, ja. Dass er dich nicht gehört hat. Nochmal hinterher, ein Nachschlag. Ja, das war ganz leise geschrien. Aha. Na gut, ich mach mal die Büchse auf hier. Wir haben ja Zeit. Das Meister, du brauchst auch Zeit. Aber hier in der Gegend. Okay, probieren wir es mal hier. Nee. Das war vermutlich schon zu weit. Oh, das ist schwierig. Da habe ich kaum Anhaltspunkt. Oh. Ah. Doch weiter. Ja. Eindeutig weiter. Wie gut, dass wir so viele die Türchen haben. Ich sag dir dann, wenn wir unter 99 sind. Konzentrier dich mal nur aufs Schloss. Ja. Soweit warst du gleich am Anfang schon mal. Ja, ja. Aber hier geht's um Millimeter. Wirklich um Millimeter, du hast völlig recht. Jetzt wehe, da ist nichts Gutes drin. Ja, ja. Aua, das tut immer weh. Diese blöden Meistertun. Hab es satt, immer entwaffnet zu werden. Genau. Wir wollen dich gerne entwaffnen. Ganz gerne. Aber du bist ja ein Magier. Da nützt das ja nicht so viel. Mach mich mal ein bisschen leiser. Die Stadt als freier Bürger. Wir sehen denn ihn nicht mehr. Ich guck mal später an. Jetzt will ich mich erstmal. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Da ist noch so ein Elementarwolf. Ja, jetzt will ich erstmal den. Ah, vielleicht kann ich den auch locken. Hab es satt, immer entwaffnet zu werden. Aber der Magier hat leider nicht reagiert. Hier ist auf jeden Fall jenseits. Ja, da könnte ich auch oben sein irgendwo. Nichts. Ja, ja. Keine klar. So richtig schlechte Idee, da mal zu gucken. Aber hier wird er nicht rauskommen. Wir müssen dahinter gucken, hinter die Loren. Da hinten ist auch so ein Wolf. Nö, auch nix. Der wird im anderen Bereich sein. Dieser Wildmagier, oder? Okay, dann gucken wir jetzt erstmal die Ecke hier an. Ja. Oder geht es da hinten auch weiter noch? Ja, das kann sein, dass das da hinten noch weitergeht. Ja. Das sieht fast danach aus. Auf den Fässern ist nichts. Was haben diese Elementarwölfe oder Feuersalz? Und die sind ja nicht schlecht, oder? Eine Lehrlingstruhe. Nehmen wir alles mit. Mal, den haben wir den schon. Den hatten wir schon. Hatten wir den auch? Ja, die hatten wir alle beide. Ja, müssen wir wieder von der anderen Seite, oder? Ja, erstmal hier rüber gucken. Kannst du hier an der Seite entlang laufen? Oder musst du auch dahinter gehen? Du vermutest das nicht. Ist genug Platz. Ach ja. So dick bin ich dann ja auch wieder nicht.
Nein? Nee. Warum sagst du dann ja auch wieder nicht? Vermutest du, ich gedacht, dass du zu dick bist? Nein, naja. Das habe ich nicht. Ich habe nur gedacht, dass die es nicht dafür gedacht haben, dass man da durchlaufen kann. Und dann ist es egal, wie dick oder dünn du bist. Da hinten scheint nichts zu sein. Aber hier, hast gesehen, der Bau ist gerade fertig geworden. Genau, das hat sich nach und nach entblättert. Die haben erst die letzten Bausteine nein, da eingefügt. Wie soll ich sagen, nicht entblättert, sondern, naja, wie auch immer. Hm. Mir fällt gerade nichts ein, es ist auch zu früh am Morgen. Es ist nämlich Wochenende. Und da ist früher morgen schon 1 Uhr nachmittags, das ist dann noch früher morgen. Der ist gar nicht so heiß, wie er aussieht. Nee. Konnte man ganz einfach drüber laufen. Man kommt laufen. Hier jedenfalls nicht weiter, aber hier kommt man hoch. Ja. Und da wird der, ist da unten der Wildmagier irgendwo nein. sein. Tja, ist, was ist hier? Fast anzunehmen. Schattenerz. Totenfunke. Zauberbuch, Totenfunke, ja. So, mein Eisschild ist wieder weg. Klar. Das hält natürlich auch nicht ewig, auch wenn es relativ aber lang hält. Schatten des Windes können es immer mal wieder machen, oder? Ja. Und essen könntest du auch was, aber weiß ja nie. Ja, ja. Am besten was schön Kleines, was lange hält. 300 Rindfleisch haben wir reichlich. Oh ja. Oh, da ist, hinten da ist er. Läuft einer. Da ist er. Er kommt gleich um die Ecke, hoffentlich. Nee, tut er wahrscheinlich nicht. Doch, er tut's. Das war der Wildmagier, würde ich sagen. Weil er keine Waffe dabei hatte. Ja. Ah, hier kann man schön runtergucken. Ja, ja, die haben die Bewacher, also diese Hunde, da unten hingesetzt als Bewacher. Mhm. Oder als Wachhunde. Aber die hatten keine Zeit, laut zu geben. Da unten sind ja wieder welche. Hm? Da ist auch ein. Nee, das ist ja ein Tod. Nee, da kommt mehr runter. Nee, aber irgendwo habe ich doch ja was gesehen, grade. Was sich bewegt hat. Hundemäßig oder wolfmäßig oder wie? Meinst du, ich habe. Ah, Feuerball hat er. Ja. Nö. Die sind ganz schön gemein, diese Bälle. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich nur den unten gesehen, als sich bewegenden. Dabei ist er schon tot. Eternapfeile, ja, schön. Sehr schön. Oh. Da gibt es so Rampen noch nach oben. Eine Ebene drüber und hier geht wieder eine Rampe hoch. Macht ja Sinn, wenn sie da früher mal Fässer gerollt haben. Hm. Da. Mhm. Psst. Ganz leise. Stirb leise. Ja. Mach nicht so einen Krach hier. Tja, tja. Diese Magier gehen ganz schön aufs Gewicht. Mhm. Ja. Ja. Die haben das ja richtig gemütlich gemacht. Ja. Leise wie der Wind. Wie der Schatten des Windes. Hey.
Ja, hier muss man echt aufpassen. Man weiß nicht, was da sonst noch so alles hier ist, was einen auch zu Tode bringen kann, wenn man nicht auf seine Gesundheit achtet. Ja, das sind nicht nur Menschen. Plötzlich wabert die Luft und schon bevor man es registriert hat, ist man tot. Ja, nach dem Rennen haben wir natürlich geguckt und haben halt gesehen, dass wir eigentlich schon noch Zeit gehabt hätten abzuhauen vorher. Aber wir haben uns ja nur unterhalten und so und uns gar nicht drum gekümmert. Ja, wir haben das gar nicht so richtig registriert. Ein Mächtiger. Ja, sehr schön. Schmieröl, gut. Oh. Ja, Teleport nach Dünheim auch nicht übel. Wow, Stadt des Froststurms. Da sind wir hochgekommen, oder? Nö. Naja, da sind hier wir nicht hochgekommen. Treppe. Aber wir waren mal da unten. Und keine Rampe, da drüben sind wir hochgekommen, genau. So, das ist ein Aufzug, oder? Ist das ein Aufzug? Ja, könnten. Ah, nee. Ja, Schwefelbrennerei. Naja, das aber müsste da ja wohl ein Aufzug mal sein. Bevor das wir da sollte ich auf jeden Fall machen, ja? Okay. Mhm. Halt, guck, dreh dich mal um, guck mal. Da ist, dachte ich mir da. Aber es ist hinter dem Gitter, da kommst du nicht dran. Ich glaube, hier ist das, wenn du hier triffst. Da kann ich vermutlich nicht durchschießen. Normalerweise kann man in diesem Spiel nämlich nicht durchschießen. Nee, in der Regel nicht. Wahrscheinlich brauchen wir hier einen Schlüssel, ne? Mich nicht wundern. Könnte schon sein. Läuten da Glocken? Da läuten Glocken. Und Stimme höre ich. Wow. Oh nein. Jetzt, halt, stopp. Das hatte ich jetzt entdeckt. Hey, der zündet den Schreibtisch an. Aber das sieht man jetzt, dass man nicht durch das Gitter schießen kann. Nee, weil er hat es auch nicht geschafft, uns zu erwischen. Und deswegen konnte er auch nicht den Schreibtisch anzünden. Aber er hat dich gesehen, also ist mal ganz ruhig. Ja, ich halte ja ruhig. So, hat mich verloren. Immer wieder weggehen. Na los, hau ab. Das ist immer seine gymnastischen Übungen. Das sieht immer so aus, als ob er so. Hau ab. Wie so ein Turner, ja. Wie so ein Bodenturner. Mann. Da sind interessante Stiefel. Ja, da ist eine Truhe. Ah, jetzt. Ihm. Genau. Gut. Dann speicher doch mal, dass du den geschafft hast. Ja. Außerdem hast du ja auch ein Level gekriegt. Noch eine wieder eine konfizierte Zauberrolle. Da sind wohl welche, die hier zaubern, die dürfen gucken. Nicht zaubern. Vielleicht darf man hier nicht zaubern. Vielleicht dürfen hier nur ganz bestimmte Leute zaubern. Ah, wer weiß. Gesellen, aber vielleicht ist hier ein bisschen mehr drin. Ist ja immer gemein, diese Meisterrollen, da ist in der Regel nichts Vernünftiges drin. Knack. Fängt ja schon mal gut an. Ah ja, eine Seite haben wir ja größtenteils rum. Wenn man mal einen Ansatz hat. Ja. Ja, doch. Das ist alles, was wir für Magiere. Hier ist nämlich
Eternastiefel. Eternastiefel. Wichtige, konfiszierte Gegenstände. Fackeln. Fackeln? Aber drei konfiszierte Zauberrollen. Darf man die dann nicht benutzen? Tja, keine Ahnung. Weil die so eine rote Feige vor. Eine feuergefährliche Ecke, ja? Ja, das sind nur Rollen. Sehr feuergefährlich. Deswegen hatten sie da auch diese Wölfe, diese Elementarwölfe, die Feuerspeien und dieses ja, feuerspeiende Wölfe laufen rum. Aber eine Fackel ist konfisziert. Ja, das ist wahrscheinlich die Ironie bei der Geschichte. Ah, so. Die habe ich nicht ganz. Jetzt läuten schon wieder die Glocken so richtig. Ja, ja, wir. Also kommt, der eins auf die Mütze bekommt. Hol ihn mir im Schlummer und macht ihm großen Kopf. Deswegen, du übrigens. Was? Da ist immer das Feuer, das ist durchgestrichen. Ja. Ich habe mich vorher gewundert, was es ist. Das war, aber jetzt ist mir das mal klar, ja. Ich habe eine lange Leitung, ich gebe es zu. Das ist ein Diebstahl. Das ist noch echte Kunst. Ja. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und geht wieder. Ganz. Vielleicht solltest du hier auch vorsichtig mit Feuer sein. Ja, ich sollte vielleicht keine Feuerpfeile benutzen. Ja, eben. Guck mal, hier wabert's doch schon genau. Wieder. Vielleicht deswegen auch diese Zeichen. Wehe, du nimmst Feuer, da hast du aber selber Schuld. Keine Ahnung. Ich würde mal speichern. Habe ich doch gerade. Ach, grade. Hast du gerade, ich hab mich nicht gesehen. Gerade eben. Könnte auch... Das sind ja Tote, die du gar nicht getötet hast. Oder? Sind da? Da liegt doch einer, der ist ja, tot. Ja, hab ich doch. Du hast zwei getötet hier vorne. Hast du auch einen dritten getötet? Nee. Nö. Der auf dem Schreibtisch liegt? Den habe ich nicht. Eben. Oh, oh. Malbor, der hat einen Namen. Heilige Scheiße, dafür wirst du brennen, das schwöre ich dir. Brennen? Na, lieber nicht. Da müsste er irgendwo hochkommen, aber wo? Da ist er. Kann ja nur hier sein. So. Oi, ah. Genau. Wow, wow. Ja, war doch gut, was dass ich mein... Was wabert hier überall? Geh mal ein bisschen zurück. Dass ich mein Langzeitfutter gefuttert habe. Ja. Es halt immer noch. Kannst du dann nochmal speichern und dann, ich weiß wirklich nicht, das wabert ja hier förmlich. Ja, ja, überall. Klar, die ganze Zeit schon. Ein... Marodeur mit Lauch. Lauch ist gut. Oh. Und der Pfeil ist auch nicht übel. Also Wegestreuen Pfeil nehmen wir natürlich wieder mit. Ja, komm, das, vergiss ja, es schwer. Silberstahl. Ja, ja, wir brauchen wieder Lehrbücher. Ja, der ist natürlich, habe ich mir fast gedacht. Guck mal, da unten liegen ja auch schon zwei tot. Also, ach nee, die ist ja du getötet, ja. Dann müssen wir uns mal den angucken, der da oben liegt. Aber wahrscheinlich ist es ein Zeichen dafür, dass man da sterben kann. Brauchen. Vielleicht darf man da nicht hin, dann ist man tot. Da, wo der liegt. Der ist doch da hochgekommen, ohne zu versterben. Na, aber einer liegt da und der war schon tot. Ja. 15 Wege... Wegestreue Pfeile. Ich würde immer sagen Wegestreupfeile. Nein, das sind Wegestreue Pfeile. Ja, Streupfeile. Aber genau gleich. Streupfeile werden ja auch nicht verkehrt, hä? Ja, Streupfeile, sowas gibt es ja auch. In manchen Spielen kann man ja auch mehrere Pfeile gleichzeitig abschießen. Ach, das ist im Glas. Eingemachte. Papier. Ein Wissenschaftler. Ja, ach, die haben die Wissenschaftler hier abgemurkst, hä? Kann natürlich auch sein.
Das sieht ganz danach aus. Ja. So, hatte ich den schon? Ich glaube ja. Ja. Papierrollen und wieder eingemachte Wurzeln. Deswegen waren die auch konfisziert. Diese dieses Scrolls. Wahrscheinlich von diesen Wissenschaftlern, die hier gearbeitet haben, weißt du? Ja. Das kann man alles nicht mitnehmen. Das ist nämlich ein Wächter oder was ähnliches, was der da liegt, ne? Ja. Der hat ja eine Hüteruniform an, oder? Ja, Stadtwartenrüstung, ja. Ah ja. Das heißt, die, sehen wir, dass es eine Frau ist. Ja. Und der hier auch, guck. Auch ein Wissenschaftler, genau. Ja, genau. Wir haben die alle umgebracht. Ja. Heilwurzelbrei. Oh. So, diesen Tisch hat man, glaube ich, noch nicht, aber den kann man sich auch schenken. Ja, und die Sachen, die Pulverhaufen kann man nicht angucken und diese eingemachten das Wurzeln auch nicht. Schon wieder so eine Stadtwache, die da unten liegt, als Leiche. Sieht jedenfalls so aus. Die, ne? Die Uniform. Ja. Drehen wir es erstmal um und gucken. Ja, ja. Zwei hast du hier abgemoxt. Ich sehe niemand. Dann gucken wir mal jetzt in Schluss. Die Truhe. Ich meine, da gucke ich jetzt die noch jetzt rein. Ja. Sonst kann ich vor lauter Neugier nicht mehr schlafen. Zum Glück war es ein Lehrlingstruhe, beziehungsweise ein Lehrlingsschloss. Was die Truhe ist, naja, das kann man alles mitnehmen. Ja. Ist ja auch eine Lehrlingstruhe. Genau. Je leichter die Truhe zu knacken, desto besser der Inhalt. Na, okay. Gut, bis zum nächsten Mal dann, ja. Okay, bis Ciao. Dann. Tschüss.